Auf dem Betriebshof des Jenaer Nahverkehrs in Burgau herrschte heute Feierlaune. Der Umbau der Straßenbahnwerkstatt ist weitestgehend abgeschlossen und der Betriebshof ist bereit für die neue Straßenbahn. Aus diesem Anlass hatten die Verantwortlichen zu einem Rundgang eingeladen. Der Umbau war nötig, um die Werkstatt für die als Lichtbahnen bezeichneten neuen Straßenbahnen fit zu machen. Denn die sind mit einer Länge von bis zu 42 Metern deutlich größer als die bisher genutzten Modelle. Hier auf unserem Betriebshof haben wir unsere Abstellfläche erweitert um zwei Abstellgleise, weil die Bahnen ja auch deutlich länger sein werden als die bisherigen Bahnen. Und wir mussten unsere Straßenbahnwerkstatt anpassen. Und das haben wir auch zum Anlass genommen, neue Dacharbeitsstände einzuführen, eine Unterflurhebeanlage, die die Fahrzeuge an einem Stück anheben kann, neue Gruben. Und da sind wir sehr stolz, dass wir das heute hier feiern dürfen. Außerdem wurde ein neues Ersatzteillager errichtet und die kombinierte Straßenbahn-, Bus- und Lkw-Waschanlage angepasst. Die Werkstatthalle war vor dem Umbau 78 Meter lang und misst jetzt 93 Meter. Der Jenaer Nahverkehr begann im Jahr 2020 mit den Vorbereitungen auf die Ankunft der Lichtbahn. Rund anderthalb Jahre später sind die Arbeiten am Betriebshof jetzt weitestgehend abgeschlossen und die erste neue Straßenbahn steht in der Halle. Es ist immer aufregend. Alle 30 Jahre gibt es ja mal neue Fahrzeuge für eine Straßenbahnstadt wie Jena. Und das allererste Fahrzeug, was jetzt da ist, muss auf Herz und Nieren geprüft, getestet werden, muss auch von Aufsichtsbehörden dann zum Linienverkehr freigegeben werden. Und das findet jetzt gerade statt mit unseren Partnern vom Fahrzeughersteller, mit unseren Ingenieuren hier vor Ort. Und das nimmt beim ersten Fahrzeug die entsprechende Zeit in Anspruch, sodass wir optimistisch sind, im frühen Herbst auch dieses Fahrzeug auf der Linie 5 dann im Linienverkehr begrüßen zu können. Bis zum Jahresende sollen dann noch 11 weitere Lichtbahnen angeliefert werden. Der Jenaer Nahverkehr hat mehr als 35 Millionen Euro in die Infrastrukturmaßnahmen im Zuge der Neuanschaffung investiert. Rund 2/3 dieses Geldes sind in den Umbau des Betriebshofs geflossen. Insgesamt liegen die Kosten des Lichtbahnprojekts bei rund 150 Millionen Euro. Dabei wurde der Jenaer Nahverkehr vom Freistaat und von der EU unterstützt, aber nicht vom Bund.